Normalerweise habe ich für die Halbelfen-Waldläuferin das Porträt hier. Mal gucken, wen ich so finde. Das ist mein Magier-Porträt am liebsten. Es gibt ja so einige Porträts. Es gibt ja auch neue Porträts, wie man hier sieht. Also die hier sind neu. Ich glaube, da passt sie am besten. Als Halbelfe. Als Elfe. Also vollständige Elfe. Kriegt ETW auf Bogen und Langschwert. Also das passt sogar ganz gut. Klasse ist Waldläufer. Bogenschütze. Kann keine Metallrüstung tragen. Kann nur hier eine Fähigkeit mit dem Nahkampfwaffen investieren. Ah, das wäre also ein Fernkämpfer. Sie wäre eine Schleicherin. Tiermeister. Kann Tiere beschwören. Kann keine Metall, keine schweren Rüstungen. Nee, nehmen wir ganz normal Waldläufer. Kann Helme tragen, jede Rüstung. Kann ich mehr als einen Punkt auf Waffenspezialisierung? Kann bis zu 2 Punkte auf Kampfspezialisierung? Gib mir 2 Punkte auf Kampfstil mit 2 Waffen und kann einen dritten Punkt vergeben. Das ist wichtig. Erzfeind ist auch wichtig. Spuren lesen. Kann Säugetiere bezaubern. Kann sich in Schatten verstecken. Druidensprüche wirken. Kann nur guter Gesinnung sein. Hat Trefferwürfel D10. Ja, Stärke, Geschick, Weisheit sind die wichtigsten Sachen. Also sie machen wir neutral gut. Dann lassen wir mal auch gerade die 87. Wenn wir die schon würfeln. Ja. Okay, die Weisheit ist nicht ganz so wichtig, deswegen verringern wir die mal. Machen es so. Dann wird sie weniger getroffen. Braucht nicht ganz so hohe Lebenspunkte. So, Fähigkeiten. Da wollte ich ihr gerne. Also auf jeden Fall kriegt sie den dritten Punkt hier schon mal. Und wir können hier nur ein. Ah ja, wir können 2 Punkte vergeben. Okay. Also kampf sie mit 2 Waffen, kriegt sie auf jeden Fall mal. Dann kriegt sie Langschwert und Krummsäbel, wollte ich hier gerne geben. Wobei Katana. Ah, Katana sind sehr selten. Okay. Krummsäbel sind dann eher. Also nehmen wir Krummsäbel. Also Langschwert für die Haupthand, Krummsäbel für die Nebenhand. Ja. Da ich das Spiel schon kenne, ist mein Erzfeind, also wir können hier die Erzfeinde auswählen. Und tote Kadaver sind halt Zombies, Riesen ist klar, Goblins sind klar, Hexenmenschen sind auch klar, Orks sind auch klar. Salamanders, ja, Salamander sind halt Hexenmenschen, ja, sind halt andere Hexenmenschen als Hexenmenschen. Und tote Skelette und Spektralwesen, also Geister, Spinnen, Trolle, Erdkolosse. Erdkolosse wären auch nicht schlecht. Aber ich bin meistens erstmal für die Yuan-T. So. An ihrer Kleidung will ich nichts ändern, aber die Haarfarbe hätte ich gerne eher auf Rot. So. Es wäre besser, den Zorn einer Frau zu fürchten. Euer Ende ist nah. Lasst uns Blut vergießen. Bei Clan Get Attacker. Mein Einsatz. Wenn ihr möchtet, dass ich die Führung. Ein kräftiges Schwert und ein Robot. Das ist eine große Verantwortung. Vorwärts zum Sieg. Es ist eine Ehre, die Rolle des Anführers zu. Dann nehmen wir sie, die Stimme. Und das ist jetzt unsere Sylastra.
die wir auch aus ein paar anderen Spielen schon kennen. So. Als nächstes kommt unser Zwerg, unser klassischer. Denn was wäre ein Rollenspiel-Let's Play auf dem Zwergenkanal ohne einen Zwerg? Ja, und Zwergenporträts haben wir wenig zur Auswahl, nur 3 Stück. Er hier ist ein bisschen mager, er ist ein bisschen alt, da nehme ich am liebsten eigentlich immer ihn. So, er ist ein Zwerg. Klasse bleibt Kämpfer. Ich könnte Kämpfer-Kleriker machen. Nein. Bleiben wir bei Kämpfer. Gesinnung ist bei ihm... Also meistens habe ich neutrale und chaotisch und gute Charaktere. Böse habe ich nicht so gerne in der... Also so gemischt mag ich die Party nur auch wieder nicht. Deswegen nehmen wir chaotisch gut mal. Weil er ist ein Zwerg. So, dann gucken wir mal, dass wir wenigstens über 80 kommen. Bei Zwergen ist nämlich das Würfeln immer so ein Problem. So, 81 ist gut. Das wiederum ist nicht so gut. Die Konstitution auf Maximum bringen. So, mal gucken, haben wir diesmal mehr Glück? Nein. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht so lange mit den Würfeln verschwenden. Oh, 85. Ja, okay, das können wir durchgehen lassen. Ah. Was machen wir mit dem einen Punkt noch? Bei Geschicklichkeit, wir können nichts mehr weiter steigern. Na komm, ein bisschen weise kann ein Zwerg schon sein. Okay, mit dem bin ich einverstanden. Also ich möchte wenigstens über den 5, über 50 sein. Also natürlich 0-0 wäre am besten, aber 0-0 zu kriegen ist immer so schwierig. So, Fähigkeiten. Also erstmal Zweihänder-Kampfstil, weil unser Zwerg kriegt eine Zweihand-Axt. Wobei eine Hellebarde... Ja doch, eine Hellebarde mal. Sind wir etwas... Weil normalerweise gebe ich ihm meistens eine Zweihand-Axt. Also eine Streit-Axt. Nee, halt. Kampfstab, Armbrust, der muss dann hier... unter Axt fallen. Deswegen bleiben wir bei... Also ja, wir könnten eigentlich... Nein, können wir nicht. Okay. Ach stimmt, wir können am Anfang nicht. Der Krieger kriegt... Also der Kämpfer kriegt ja weitere Fähigkeitspunkte und kann eine Waffe bis auf die 5 hochsteigern. Was ziemlich gut ist. So, Aussehen... Kriegt er braune Haare und eine schwarze Rüstung mit grauen Verzierungen. So. Und für ihn haben wir auch schon eine Stimme. Natürlich hier unten, nicht bei dem Weibern. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. Genau das. Ich übernehme hier jetzt die Führung. Ich muss mich bald... So, das ist unser Hagrim. Gut, das ist jetzt so einigermaßen Standard. Als nächstes kommt wieder weiblich. Ja, da fällt leider der Halbling raus. Egal, damit kommen wir klar.
Nehmen wir einfach mal sie. Sie ist... dann ein Halbelf. Genau, klickt Schlösser öffnen und im Schatten verstecken. Was sie zum ziemlich guten Schurken macht. Dieb heißt es hier. Kann keine schweren Rüstungen tragen, kann keine schweren Schilde tragen. Ja, kann Kurzbogen und Armbrust. Kann sich nur üben, kann Diebesfähigkeiten. Ja, das ist das, was wir wollen. Normaler Dieb, Meuchelmörder. Wäre im Schatten verstecken, das wäre ein Nahkämpfer. Kopfgeldjäger ist Fallensteller, okay. Säbelrastler. Ist ein Zweikämpfer, ist ein Zweihandkämpfer. Nö. Bleiben wir beim normalen Dieb. Sie machen wir mal komplett neutral. So, Attribute. Ah, die 82 hätte ich nehmen sollen. Komm, legen wir nochmal eine 82 bitte. Und eine 83. So, Geschicklichkeit ist am wichtigsten. Charisma brauchst du nicht. Also Konstitution hätten wir noch gerne. Und Intelligenz. So. Das ist gut. Fähigkeiten nämlich. Machen wir erst einmal, kriegen wir die Diebesfähigkeiten. Da brauchen wir natürlich mehr Schlösser öffnen. Hätte ich ganz gerne. Fallen finden. So, ein ganzes Stück erhöhen. So. Illusion erkennen. Geben wir auch mal 5 Punkte rein. Wegnehmen können wir leider nichts. Dann leise bewegen und im Schatten verstecken. So. Also Schlösser öffnen, Fallen finden, leise bewegen und im Schatten verstecken sind eigentlich die, die ich steigern möchte. Weil das die wichtigsten sind. So. Kampfstil mit 2 Waffen. Zweihänder Kampfstil bringt leider nichts auf die Fernkampfwaffe. Und hier gebe ich einfach meine Armbrust. Normalerweise habe ich grundsätzlich einen Halblingsschurken mit einem Kurzbogen dabei. Aber ich denke mal, eine Halbelfe mit einer Armbrust wäre auch gar nicht mal so schlecht. Und 2 Dolchen für den Anfang. So, aussehen. Schurke kriegt sie natürlich ihre schöne Kapuze. Da brauchen wir nicht viel an den Haaren machen. Ja, und wir könnten eine Halbdrow aus ihr machen. Das ist so das, was ich mir überlegt habe. Ja, so ein bisschen lila. Und ein bisschen... ja, das da. Gute Farben. Es wäre besser den Zorn. Euer Ende ist nah. Gucken wir mal, wie die weiblichen Diebe klingen. Drauf und top. Wie? Ich sag, komm, lass uns tanzen. Folgt mir. Nee, eher nicht. Also das klingt eher nach Halbling. Komm, lass uns tanzen. Lasst uns Blut vergießen. Überlasst sie mir. Ich werde euch alle töten. Bei Gerda ist Schiff. Sei bereit für deine Niederlage. Weiblicher Magier. Klingt wie eine Barbarin. Stirb, Narr. Es ist nur richtig, dass ich die Führung übernehme. Ja, ihre Stimme klingt sympathisch. Weil das ist jetzt Selastras Halbschwester. Mehr oder weniger. Lunastra. Ein Charakter, den ich sehr selten nehme, muss ich zugeben. Deswegen mal ein Debüt für sie. Und leider gibt es kein
Oh, Bild. Ich hätte wirklich mal Bilder importieren sollen für das Let's Play, aber irgendwie habe ich bis jetzt gerade nicht dran gedacht, muss ich zugeben. So, jetzt brauchen wir nochmal einen weiblichen Charakter. Da kommt nur eine in Frage, weil jetzt kommt unsere Klerikerin. Nämlich sie hier. Sie ist ein Mensch. Also ja, normalerweise nehme ich sie entweder als Klerikerin, also den Charakter, den ich gerade erstelle, oder als